Ja, hallo, und guten Abend auch von unserer Seite und vielen Dank, dass wir heute die Gelegenheit haben, unsere Idee auch mit euch zu teilen, mit Ihnen zu teilen. Abrissreif ist sicherlich etwas hart, aber wir wollen schon darauf eingehen, was die zukünftigen Entwicklungen für Auswirkungen haben für uns alle als Teilnehmer des Internets und aber auch für die Großkonzerne, was sich ändern wird für bestehende Branchen. Zu meiner Linken ist der Jaso, ich selbst bin der Adi und wir haben uns an der Uni Köln kennengelernt. Dort haben wir studiert, der Jaso Wirtschaftsinformatik und ich Jura. Und wir haben eine Geschäftsidee gehabt, die praktischerweise aus einem eigenen Ärgernis entstanden ist. Mehr oder weniger sind wir auch starke Befürworter dessen, was der junge Mann vor uns gesagt hat, dass man wirklich auch frech sein soll, Dinge auszuprobieren, keine Angst haben soll vor neuen Technologien. Und wenn der Nachwuchs schon so Gas gibt, möchten wir dem auch gleichziehen. Und ja, legen auch los, auch ohne Technik, ist auch nicht schlimm, ohne die Präsentation. Ja, im Grunde geht es darum, dass wir Ihnen auch mitteilen wollen, was uns antreibt, morgens aus dem Bett aufzustehen. Was ist das, was uns reizt? What really kicks our ass? Und das ist tatsächlich auch keine Scheu davor zu haben, einen bereits bestehenden Markt, der vielleicht auch von manchen als verstaubter Markt bezeichnet wird, völlig auf den Kopf zu stellen, da ja, rotzfrech ranzugehen und durch die Einführung der Sharing Economy, der Prinzipien und der Technologien der Sharing Economy aufzuzeigen, welche Vorteile sich für alle Beteiligten in einem Markt ergeben können. Man kann es so sagen, dass wir ein sehr starkes Interesse daran hatten, eine ganze Wertschöpfungskette auch abzubilden. Obwohl wir damals als Studenten gestartet sind mit geringen Ressourcen, war es uns wichtig, alles von der Idee, die wir hatten, über das Ärgernis, wie man es lösen könnte, die Programmierung, das Marketing und den Vertrieb selbst zu machen, damit wir da die größten Lerneffekte haben und dann heute auch einiges zu erzählen haben. Und wir möchten Sie auf diese Reise mitnehmen, um uns auch unserer Vorrednerin anzuschließen, wie nicht nur vielleicht der Toilettendeckel in Zukunft schön warm ist und das Auto, wenn man damit losfahren möchte, sondern auch der Parkplatz direkt gebucht ist. Und dafür übergebe ich an meinen Kollegen Jaso. Ja, danke dir. Ich habe den Part, in dem ich euch etwas erzähle, was schon ist, also das ist schon eigentlich Vergangenheit, nicht typisch für TEDx, etwas, was schon funktioniert, und zwar die Sharing Economy, die revolutioniert die Branchen, jetzt schon. Es gibt Unternehmen, die jetzt schon gestandene, größere Unternehmen innerhalb von wenigen Jahren erschüttert haben. Es wurden Märkte geschaffen, die es vorher noch gar nicht gab. Und da will ich ein bisschen hineingehen und auch ein bisschen was dazu erzählen, bevor wir dann einen Ausblick geben, was noch auf uns zukommen kann. Erst einmal, was ist die Sharing Economy? Die Sharing Economy beschreibt das Teilen von Dingen und Informationen. Das macht einfach Sinn. Man hat eine Bohrmaschine, muss sie nicht extra wieder neu kaufen, weil man ja eh nur zweimal eigentlich eine Bohrmaschine braucht. Kann man entweder sagen, okay, zweimal im Jahr vielleicht auch, wenn es hochkommt, und kann die teilen oder kann sie selbst nutzen, indem man beim Nachbar fragt, hey, darf ich deine Bohrmaschine ausleihen? Oder eben ein Auto, das so 50% des Tages einfach nicht genutzt wird. Man kauft aber 100%. Also das ist einfach ein effizienterer Umgang mit Ressourcen auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es eben Plattformen, die eben das Teilen von Ressourcen ermöglichen. Also Plattformen, auf der diese Informationen und Dienstleistungen und Produkte gehandelt werden. Und für die ist das ein sehr lukrativer Markt. Das heißt, man kann Umsätze erzielen, indem man einfach Dinge nutzt, die schon da sind, ohne weitere Kosten zu haben. Man hat keine variablen Kosten, man muss nichts neu produzieren. Das heißt, es ist eine super spannende Konstellation von einem Trend, der einfach Sinn macht, zu etwas, was sehr attraktiv ist auch für neue Firmen und Unternehmen, die das dann revolutionieren werden. Und das kann und wird unserer Meinung nach auch vieles verändern, wie wir heutzutage vielleicht die Wirtschaft kennen. Ein sehr prominentes Beispiel, Airbnb, kennen wahrscheinlich sogar viele Menschen. Dort kann man private Wohnungen vermieten, immer dann, wenn man die nicht braucht. Das Besondere oder das Schöne daran ist, das funktioniert weltweit. Ich kann in Timbuktu eine Wohnung über Airbnb buchen oder auch in Paris oder auch in Köln. Und diese Plattform ist längst schon, die ist einfach durch die Decke gegangen, kann man sagen. Das ist sehr signifikant für die Märkte, dass in der Anfangsphase
die Buchungszahlen oder die Teilnehmer sehr gering sind. Aber das Spannende ist, jeder neue Teilnehmer auf so einer Plattform macht diese Plattform attraktiver und lockt neue Anbieter an. Und damit ermöglicht es das diesen exponentiellen Wachstum. Es sind weit über 10 Millionen Buchungen, die schon dort stattgefunden haben. Und das ist de facto eine Gefährdung für die Hotelbranche. Und so ist es aber eben nur ein Beispiel, was ich genannt habe. Aber das ist zum Beispiel ein Ausblick, kein Ausblick, sondern ein Ausschnitt aus verschiedenen Marktteilnehmern in Deutschland. Und das ist schon längst veraltet, kann man sagen, weil es einfach immer wieder neue Teilnehmer dazukommen und viele gar nicht da drauf sind. Also, da haben wir Plattformen wie Car2Go, Flink, das ist Carsharing. Es werden Fahrräder geteilt, es werden Klamotten geteilt, es wird Geld geteilt. Das ist also auch eine Gefährdung der Banken oder zumindest ein Eintritt in diese Märkte. Und alle möglichen Dinge werden geteilt und es macht einfach auch Sinn an der Stelle. Für jedes geteilte Auto, zum Beispiel im Carsharing, können 50 Autos abgeschafft werden in der Innenstadt, indem man jetzt einfach sein Auto teilt. Und das ist jetzt schon so. Es kommen immer weitere Player, kann man sagen, in den Markt, die das Ganze noch weiter beflügeln werden. Und der Adi wird einfach mal kurz darauf eingehen, wie so eine Evolution ist, wenn ein neuer Markt über einen Sharing-Anbieter, Sharing-Plattform-Anbieter revolutioniert wird. Danke. Ja, was uns wichtig ist, ist im Prinzip auch der Titel der Internetwoche. Ich bin das Internet. Wir möchten noch aufzeigen, ihr seid das Internet, wir sind das Internet. Warum? Nun, denn wir haben aktuell bereits eine Vielzahl von Plattformen, auf denen jeder bestimmte Güter und Dienstleistungen teilen kann und so eine Art kleinen Ich-AG in wenigen Sekunden werden kann, anbieten kann, was er zur Verfügung hat, was bereits da ist, was noch besser genutzt werden kann, zusätzliche Einnahmen dadurch generieren, auf der anderen Seite Leuten, Nachbarn das Leben erleichtern kann, dadurch, dass die Sachen, die da sind, endlich mal auch vollständig und umfangreich genutzt werden können. Wir möchten zeigen, dass man auch keine Angst davor haben soll, ein persönliches Ärgernis, das man hat im Leben. Da kann jeder mal darüber nachdenken, was er sonst so hat, was ihn täglich ärgert, was ihm auf die Nerven geht und was dann passieren kann, wenn man das dann anfängt zu lösen und umzusetzen, und sollte auch davor wirklich keinen Respekt haben. Wir hatten das Problem, das abgerissene Parkhaus. War schade, das Parkhaus war weg, aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, es gab Einfahrten, die tagsüber freistehen, wenn die Leute zur Arbeit fahren, abends erst wieder zurückkommen. Und nach kurzem Nachfragen an der Haustür war auch schnell klar, die Leute sind bereit, in der Zeit, in der der Parkplatz leer steht, auch dort jemanden stehen zu lassen, wenn das entsprechend koordiniert ist und unter der Voraussetzung, dass, wenn man nach Hause kommt, der Parkplatz auch dann wieder frei ist zu der Zeit, zu der man ihn selbst braucht. Das geht. Wir haben gestartet eben mit den privaten Parkplätzen. Wir wollten heute auch ein bisschen auf die Rahmenbedingungen eingehen. Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich, damit die Sharing Economy gut funktionieren kann? Da kann man auch jetzt hier schon vorweggreifen. Wir haben ein sogenanntes Drei-Stufen-Modell, was sich hier rauskristallisiert hat. Und zwar ist es so, Sie kennen das alle aus dem privaten Bereich, die geringsten Regulierungen und Vorschriften sind eben bei uns zu Hause im Privaten. Das kann sehr, sehr schnell gehen, dass man da eben agiert, ohne dass es entsprechende Rahmenbedingungen gibt. Und deswegen birgt die Sharing-Economy auch so große Chancen, denn jeder von Ihnen kann in 0,nix zu Hause mit bestehenden Softwarepaketen loslegen, alles Mögliche zu teilen. Und sollte mal irgendeine Funktion fehlen, fragen wir unsere Kinder auf der Schule, ob sie das nicht schnell mal eben nachprogrammieren können. Das ist auch der Grund, warum die Sharing Economy unserer Meinung nach sich nicht aufhalten lässt, sondern letztlich nur eine Frage der Zeit ist, bis auch so große Branchen und Automobilkonzerne oder Parkhausbetreiber damit in Kontakt kommen. Aus unserer ursprünglichen App für private Parkplätze hat sich dann aber auch ein übergreifendes Parkraummanagement entwickelt, was auch Power-User, eben Parkhausbetreiber einbindet und in der dritten Stufe sogar öffentliche Verwaltung, öffentliche Träger mit öffentlichen Parkplätzen, die jetzt noch hinzukommen. In Kürze kann man auch erklären, warum das nicht nur ein Problem für uns an der Uni war, sondern auch global ein Problem ist. Nur ein paar Zahlen. Es ist so, dass man es kaum glauben kann, aber 100 Stunden Lebenszeit gehen im durchschnittlichen Autofahrer durch Parkplatzsuche verloren. Kurze Hochrechnung, 1 Milliarde Autos auf der Welt, 100 Stunden Lebenszeit pro Jahr, ist traurig, was da an Ressourcen noch brach liegen, was man damit machen könnte mit der Zeit. 40% der Abgase in den Ballungsgebieten werden verursacht durch die Parkplatzsuche.
Und das ist ein Markt, der eigentlich, ja, da würde man sagen, als Player, der ist gesättigt, alles super, braucht man nichts zu tun. Und allein durch die Einführung der Sharing Economy und durch die Technologien, die dann nutzbar gemacht werden, kann man das Ganze jetzt in Angriff nehmen und funktioniert super. Also Sie können sich alle hier vergegenwärtigen, das nächste Mal, wenn Sie einen Parkplatz suchen, ist nicht nur der Klodeckel vielleicht vorgewärmt, sondern Sie können sich den Parkplatz auch auf dem Klo schon im Voraus buchen. Geht heute schon und wir sind selbst gespannt, was noch als nächstes kommen wird. Hier ist auch deutlich zu beobachten, dass diese drei Stufen, die kristallisieren sich auch bei anderen Geschäftsmodellen heraus. Zum Beispiel Airbnb wurde auch nicht gegründet von professionellen Playern, sondern von Leuten wie Ihnen und uns, die zu Hause waren, in der WG gelebt haben. Einer ist leider ausgezogen, plötzlich konnte man sich die Miete nicht mehr leisten, brauchte noch eine zusätzliche Einnahme und hat das Zimmer, was freistand, vermietet. So ist das entstanden. Und so entstehen die nächsten Modelle auch, jetzt heute wahrscheinlich gerade schon und in Zukunft noch verstärkt. Und obwohl es dann auch Widerstand aus den bestehenden Branchen gab, nämlich Hotelbetriebe, die gesagt haben, ja mein Gott, Brandschutzvorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen etc. pp., Steuern vielleicht auch. Es gab Widerstand aus den Kommunen. In manchen Städten hat man es verboten. Uber neulich erst wieder auch ein Beförderungs-Sharing-Dienst auch verboten worden zunächst. Aber es kristallisiert sich heraus, dadurch, dass man es privat anfängt, dann über die sozusagen Power-User groß macht, letztlich dann so viel Einnahmen auch generieren kann, dass man auch hingeht und Airbnb macht es heutzutage schon in Städten wie London, auch die normalen üblichen Hotelsteuern zahlt. Und so werden solche Industrien sich in wesentlich kürzerer Zeit verändern und entstehen. Ja, das war ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen, die unserer Meinung nach praktisch teilweise zumindest am Start umgangen werden, sich aber hintenrum dann wieder anpassen und auch dem Gemeinwohl förderlich sind. Und auf der anderen Seite der Ausblick. Wir möchten Sie quasi heute damit loslassen, dass Sie auch überlegen, was ärgert Sie vielleicht, was sind Sachen, die Sie fuchsen, die Sie gerne verändern würden. Haben Sie da keinen Respekt vor, auch vor alteingesessenen Branchen, wenn jemand sagt, das geht nicht, doch, das geht bestimmt. Und ja, wir sind das Internet, Sie sind das Internet, lasst uns das Beste draus machen. Dankeschön.